Guck mal, da haben sie sich echt Mühe gegeben, ich schwöre euch. Vielleicht mache ich da mit Kamerafrau aus ohne draus. Im Titel vielleicht ein bisschen verwirrend, aber wenn man jetzt das Video guckt, checkt man, was ich meine. Ich glaube nicht, dass ihr so einen Burger hier kriegt. Meine Lieben und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Ich freue mich wie Bolle. Ich mache das, was wir letztens besprochen haben im Video. Ich habe euch gefragt, ihr hattet mega Bock drauf. Ich blende mal ein, zwei Kommentare ein. Danke für euer Feedback. Wir testen die Premium Burger von Burger King, die King's Selection, den King's Whiskey Barbecue, King's Beef und King's Crunchy Pepper Chicken. Hatte ich den nicht schon, King's Crunchy Pepper Chicken? Nein, den hatte ich nicht. Wie die schon aussehen, die Burger. Die sehen so geil aus und inshallah, die werden auch gut schmecken. Keine Ahnung. Guckt euch hier mal an. Und wir werden auch direkt nochmal einfach spaßeshalber. Natürlich sehen die Burger nicht so aus, wie sie hier sind. Aber man muss ja auch irgendwo realistisch bleiben. Und danke auch für den Kommentar vom guten Kollegen hier. Wir werden das nochmal aneinander stellen, wenn wir den Burger auspacken, wie die im Real Life hier aussehen. Sagt man so? Ja. Rucola drauf, geile Soße, Crunchy Pepper Chicken. Oha, das hört sich an wie im Wabali in Hamburg. Da gibt es auch ein Pepper Chicken zum schönen Thai Curry. Ja, wir legen los. Erste Runde. Mac Drive? Burger Drive. BK Drive. Bolle freut sich wie Bolle. Wir schnallen uns an. Ach scheiße, das ist der Felgen. Oh, was ist denn da los? Gang einlegen. Was geht los? Oh, da kann ich nochmal eben den hier. Der ist ganz geschickt gemacht hier. Ja, ich bin am Start. Ja, welchen nehmen wir als erstes, Leute? Den King Selection Beefy. And the daydreams and the fight for meine Felgen, wenn und ich bin nicht gefeilt davor. Ich fahr noch rückwärts und jetzt mal geradeaus. Und jetzt kaufe ich einen King Selection Burger. Achso, hier ist schon jemand am Start. Wartet mal. Ich wollte mal die King Selection probieren und wollte erstmal einen Burger davon einzeln nehmen, ohne Menü. Oh. Und gerne den King's Bee. Nee, doch nicht. Ich nehme den King's Whisk. Nein, doch nicht. Den King's Beef nehme ich. King Whisky? Ich glaube, ich nehme den King's Beef erstmal. Ja, wir fangen mit dem langsam an. Ich hole gleich die anderen auch noch. Achso, ich nehme einzeln. 7,89 kostet das, gell? Nee, gar nicht wahr. 9,99. Nee, ach, das ist falsch, habe ich gesehen. Was wollen Sie denn jetzt? Achso, den King's Beef. 8,99 kostet der, sehe ich gerade. Ja, genau. Oh, da ist meine Lieblingsverkäuferin wieder. Hallöchen. Kann ich mit Karte bezahlen? Ja. Opti. Wir nehmen Geheimzahl, bitte. Ach so, Geheimzahl muss ich, okay. 6. Habe ich schon mal gehabt, als sie in der Kasse gearbeitet hat, er seinen PIN laut gesagt. Erinnert mich an meinen Kollegen Ahmed. Grüße gehen raus. Nicht an den einzigen Waren, an anderen. Wir spielen Poker. Heads up, 1 gegen 1. Er guckt mich an. Wir gucken uns in die Augen. Er hat so toll seine Karten im Kopf. Er verrät mir seine Karten. Er sagt einfach, was er für eine Karten auf der Hand hat. Ich schwöre euch, da war alles vorbei. Aber wir waren noch für 3. Dankeschön, schönen Tag noch. Tschüss. Man braucht nicht immer alles zu schlecht reden. Man wird nicht sterben von einem Mal. Aber ihr kennt meine Einstellung zu den Läden. Geht in einen vernünftigen Laden, holt einen vernünftigen Burger. Wenn man das so macht, okay, ich feiere die Einstellung. Also was heißt... Ja, ich feiere dann schon die Leute in den Kommentaren, die sagen so, oh, wenn ich mal auf Suff und so geht mal oder an der Autobahnraststätte geht nichts anderes. Oder mal so, wisst ihr, einfach mal. Hat man Bock drauf, ist so. Aber es gibt so geiles Essen. Haram, wenn man das hier zu oft isst, wirklich. Danke für die Kommentare, die ihr geschrieben habt. Mein Tisch war zu niedrig, das wird hier keinen Sinn machen. Das macht nur mit noch einem weiteren Kameramann Sinn. And it's by four. Kam ganz schnell, ey, wie schnell die den Burger gemacht haben. Erstmal Verpackung Premium, Premium. Oh nein, lassen wir nicht den Chef kommen. Komm mal, mein Lieber. Der Chef da, glaube ich, scheiße, ey. Boah, der sieht, also das Bun sieht flauschig aus. Merkt man gleich zu hart, aber. Boah, den holen wir gleich raus. Ich muss mein Stativ holen. So, Chef ist auch am Start hier. Ich habe ihm gerade gesagt, wir schnacken gleich nochmal. Oha. Der sieht aber nicht verkehrt aus. Also, ganz ehrlich. Rucola frisch, das ist kein Pflegefall, so wie letztes Mal. Der Burger letztes Mal war ein Pflegefall, vom Aussehen von allem. Guck dir das an, meine neue Fastfood-Trends, Neuheiten. Passt ja aber optimal hier für den Dreh, brauche ich echt keinen Tisch, Leute. Ich hole mir demnächst aber einen. Hatte ja schon mal einen, habe ich irgendwie verloren oder so.
erster Biss überrascht mich sehr. So eine Soße drauf, sehr special. Ob passend oder nicht, muss ich gleich nochmal herausfinden. Aber mein Auto ist schon wieder eingesaut. Ich war gestern bei der Reinigung. Ach, ist das schon wieder fatal. Das ist so ein bisschen wie so bei einer Zitronenrolle. Die Zitronenfüllung innen drin. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht damit. Und ich muss sagen, diesmal dieses Patty, es hat absolut nichts mit jetzt einem qualitativ hochwertigen Medium-Burger oder sonst was zu tun. Aber es ist nicht mehr dieses Katastrophale, was wir letztes Mal hatten. Das muss auch ein Fehler gewesen sein. Das hat einfach, irgendwas haben die falsch gemacht. Man schmeckt wie ein Burger-Patty aus einem Burgerladen, der einfach nicht die Skills hat, ein bisschen durchgebraten hat und ein TK-Patty verwendet hat. Also nicht Medium, gar nichts, einfach ein qualitativ nicht so hochwertiges Patty benutzt, aber sich Mühe gibt, da irgendwas Vernünftiges zu machen. Bun trocken, zu dick, bisschen Feeling vom vernünftigen Brioche-Bun, das aber zu lange lag und irgendwie trocken geworden ist. Knackiger Bacon, Bun vernünftig angetoastet, seht ihr das? Also geht schlechter von der Zubereitung, ist nicht verkehrt zubereitet. Wirklich, kurz zusammengefasst, hat was von einem schlecht umgesetzten Restaurantburger. Einfach so. Aber für Burger King-Verhältnisse finde ich, gerade für Leute, es gibt ja welche, die kennen gefühlt nur Burger King, McDonald's. Da ist das überraschend, wo man vielleicht in dem Moment auch denken kann, wow, der überrascht mich. Aber klar, es ist kein guter Burger, ne? Aber versteht ihr, was ich meine? Gewisser Flammengeschmack im Burger, aber auf, ja, gewollt und nicht gekonnt. Das heißt, gewollt und nicht gekonnt, mehr Mühe gegeben und der Geschmack kommt so ein bisschen rein. Also, Bewertung zum Schluss, aber im Großen und Ganzen positiv überrascht. Wir gehen in Runde 2. Wir fahren einfach nochmal McDrive. Wie einer, der den Hals nicht vollkriegt. Wir holen noch einen Burger. Einfach nochmal McDrive rein. Ah, da kommt der Chef. Neumann, lieber, grüß dich. Ich muss sagen, dieses Mal mit den King Selection Burger hast du mich positiv überrascht. Da hätte ich Schlechteres erwartet bei dem Burger. Also, letztens habe ich den Cheese Lover getestet und dann muss, ich weiß gar nicht, ob ich hier war, aber die haben irgendwas falsch gemacht. Und dieses Mal der King Selection Burger, also da... Ich war von der Soße überrascht. Also na klar, man kann es nicht mit Restaurant... Ich habe den normalen Beef genommen. Ja. Man kann es nicht vergleichen mit Restaurantburger, aber für Burger King-Verhältnisse fand ich den wirklich, oder so, sag ich mal, Burger King, McDonald's und so ist ja klasse für sich, fand ich den mal ein bisschen anders. War nicht verkehrt. Welches besser? McDonald's habe ich noch nicht... müsste man noch... Nee, vergleich mal. Heute mache ich nur bei euch King Selection. Ach so. Das holen wir den nächsten Burger. And tonight falls... Ihr wisst doch, ich kann kein Englisch. The day bleed and the night fall. Wo war das doch? Eben extra nachgeguckt beim Lied. Ich so und hab meine Felgen schon wieder Oh Mann, ey, wenn ich nicht aufgepasst hab. Kennt ihr das? Ist jetzt peinlich auszusteigen und zu gucken. Da hat doch niemand mit gerechnet. Mit dieser Kante, ey. Nichts mehr mit Day Bleed, ey. Traurig. Ja, Löchen. Ich hatte eben schon Burger bestellt. Ich wollte noch einen Burger bestellen. Und zwar wollte ich gerne den King's Crunchy Pepper Chicken. Nee, das wär's. Dankeschön. Danke. 8,99. Mann, ey, das hat meine Stimmung gecrashed, ey. Scheiße. Meine Felge ist, glaube ich, kaputt. Moin. Ich war... Ja, der war gar nicht so verkehrt, der Burger eben. 8,99. War ich noch mit Karte, ja? Perfekt, danke mein Lieber. Schönen Tag noch, tschüss, danke. Jesus, Maria und Josef, ich habe Glück gehabt. Ein Wunder, es ist nichts passiert. Ich danke dir. Wir gehen direkt rein hier, wir gehen direkt rein. Oha, die haben eine ausgekühlte Verpackung, die geht wieder zu. Ah, das ist der Chicken. Jetzt verstehe ich. Sieht nicht verkehrt aus. Crunchy Barbecue sieht mir aus wie kleine Röstzwiebeln. Nee, nicht Crunchy Barbecue. Crunchy Pepper Lemon Chicken. Ganz würziges Hähnchen. Typisch diese McDonald's Burger King Dinger. Auch beim McChicken. Bei McDonald's hat es ja so eine typische leichte würzige Unternote. Die ist hier gefühlt noch deutlich stärker. Einfach dieses gespritzte Gewürz da drin. Dieses gewürzdurchzogene Hähnchen. Knusprige Kruste. Bei den Hähnchen ist ja das Gute. An und für sich ist es die bessere Wahl bei so Burger King oder McDonald's. Weil da können sie nicht das falsch machen,
was die guten Läden richtig machen, und zwar einfach den Patty komplett durchbraten. Klar, beim Hähnchen kannst du auch frisches Hähnchen benutzen, ist immer noch was anderes. Aber so ein TK-Hähnchenprodukt im Vergleich zum durchgebratenen Beef Patty ist nochmal eine andere Liga. Da kann man was Vernünftiges mit anfangen. Und das, was viele Gastronomen dann falsch machen, nehmen die dicke Hähnchenbrust, panieren das. So, dann hast du so einen tristen, faden Geschmack von innen. Das hast du hier nicht. Also, das machen sie schon nicht verkehrt bei dem Burger. Das muss man wirklich sagen. Geschmacklich nicht verkehrt. Bahn immer noch todestrocken, ne? Es kann ja immer auch passieren, dass jemand hier das erste Video guckt von mir. Ich bin kein Burger King-Fan und auch kein McDonald's-Fan. Absolut nicht. Aber den kann man machen hier. Jetzt zum ersten Mal das Lemon Pepper. Pepper weniger, aber den Lemon-Geschmack hast du eben drin gehabt. Nicht verkehrt. Den Knusper von den Zwiebeln. Aber, was nicht peile, mach doch einfach den Bun ein bisschen dünner. Dieses trockene Feeling hier immer wieder im Burger, die liegen da ja auch unter Umständen ein paar Tage. Vielleicht hätten die vor einer Woche auch besser geschmeckt. Also es sind bestimmt sehr gut lagerbare Ware, die da wahrscheinlich Monate liegen kann. Oder Wochen, keine Ahnung. Das ist nicht mehr das Jüngste, würde ich jetzt mal behaupten. So ein bisschen Käsigkeit, wenn man darauf achtet. Alles andere als ein Sommelier-Burger, Leute. Wartet auf die Bewertung ab. Aber wir bewegen uns im Burger King-Bereich. Das ist schon in dem Bereich vernünftiges Ding. Wir gehen in Runde 3. Der mich am allermeisten interessiert und sogar... ich gucke gerade auf die falschen Burger. Ich wollte gerade sagen, Doppelpatty hat. Nein, wir gehen auf den King's Whiskey. Da bin ich gespannt. Bis gleich. Wisst ihr was, ich gehe jetzt rein. Ich habe keinen Bock, nochmal das Risiko einzugehen, meine Felge kaputt zu machen. Ich hole jetzt... Oh, mein Portemonnaie ist im Auto. So, ich bestell den und hol dein Geld. Oh, das ist $2 Zoom. Ach, scheiße, ich hol erst Geld, Alter. Diesmal holen wir einen von drin. Man muss eins sagen, es war jetzt nicht vermeidbar. Ich habe den zweiten Burger ja auch, da haben die gesehen, dass ich das bin. Beziehungsweise mit Kamera und Filme. Ich glaube, die kannten mich nicht mal, aber wenn man sieht mit Kamera, ob die den vielleicht noch etwas besser zubereitet haben von der Optik, als wenn man jetzt so random reingeht. Könnte angehen, weiß ich nicht. Ich wollte noch einmal den King's Whiskey noch mal haben. Als letztes, ja. Das habe ich gut geleckt. Den nehme ich noch mal einzeln, ja, genau. King's Whiskey auch wieder mit Bacon drauf, ne? Und mit den Jalapenos, oh, diese Essignote steigt bis oben auf, ich mag das. Guck mal, da haben sie sich echt Mühe gegeben, ich schwöre euch. Rein von der Optik. Vielleicht mache ich da mit Kamera VS ohne draus. Im Titel vielleicht ein bisschen verwirrend, aber wenn man jetzt das Video guckt, checkt man, was ich meine. Ich glaube nicht, dass ihr so einen Burger hier kriegt. Ich glaube, den Versuch wage ich gleich noch. Ich hole hier jemand rein, der soll nur gucken. Also, ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß nicht, vielleicht scheiße ich auch drauf. Ah, überlege ich mir noch, überlege ich mir noch. So, rein damit. Wenn man den Namen hört, King's Whiskey, und kriegt das, kriegt man das, was man erwartet, würde ich sagen. Ist so eine rauchige Barbecue-Soße. Verrückt, ich würde auf gewisse Weise sagen, mild, leicht barbecue-lastig, eher in dieses Rauchige rein. Jalapenos, wie man sie kennt, Standard-Jalapenos, diese eingelegten, essig-lastig. Also wirklich, Leute, für Burger King McDonalds-Verhältnisse sind die nicht verkehrt. Aber für den Preis wiederum, Leute, kriegt man einen Top-Burger. Auch gar nicht wie bei dem Gouda-Lover vom letzten Video, guckt es euch an, schaue ich in die Videobeschreibung. Gar nicht dieses eklige Fleisch-Feeling. Da muss was schiefgelaufen sein. Hier ist es einfach durchgebranntes Fleisch. Man merkt TK-Feeling, klar. Aber er ist auch nicht verkehrt. Das Fleisch ist so rein geschmacklich für ein TK-Patty, durchgebraten wohlgemerkt, im Vergleich nicht verkehrt. Gibt auch da deutlich, deutlich bessere. Aber es geht durch. Also die haben sich echt Mühe gegeben beim Belegen. Ich muss jemanden holen für einen Undercover-Vergleich. Das interessiert mich so brennend. Wie der ja gleich aussieht, wenn ich jemand anders reinschicke. Das interessiert mich einfach so hart. Rauchige, süßliche Note. Gut gemacht. Bacon, leichte Süße. Käse gefühlt dadurch lieblich süß. Holen noch jemand ran gleich. Dann gibt es die Bewertung. Nur von der Optik will ich sehen. Das war auch nicht schlecht, muss ich sagen. Also der King's Whiskey, auch wirklich nicht schlecht gewesen. Habt ihr mich überrascht, ja. Noch besser als der erste sogar gewesen. Danke. Danke, danke. Ja, dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Ich bin auch schon fertig. Danke. Und ja, dann sehen wir uns bestimmt auch mal wieder. Ne? Kaffee oder so. Ich trinke das ganze, diese ganze, ich esse sogar eigentlich gar nicht Burger King. Ich mache das nur für ein Video. Ich trinke nicht mal Cola oder so. Ich bin sehr eigentlich gesund unterwegs. Ich mache nur Ausnahme für Video.
aus hier. Aber danke, mein Lieber, sehr gastfreundlich. Schönen Tag noch, tschüss. So, ich hole mir kurz jemanden. Wird schwer, ich bin mitten an der Bundesstraße. Vielleicht jemand, der hier rauf fährt. Ich frage den einfach. Ich habe hier gerade einen Kollegen aus Buxtehude. Der hat unseren türkischen Supermarkt in der Bahnhofstraße. Die darf ich dich um einen Gefallen bitten? Ja. Ich mache gerade einen Test und ich habe gerade einen Burger bekommen. Ja. Die haben gesehen, dass ich mit Kamera bin. Ne? Ja. Der sah so perfekt aus. Und ich würde mich fragen, wie der aussieht, wenn jemand den holt, wo die wissen, das kommt jetzt nicht bei YouTube oder so. Ja. Hast du es sehr eilig oder könntest du mir einen Burger rausholen? Ich habe gerade einen geholt. Könntest du mir, nee, ich brauche diesen Kings Whisky, Barbecue. Okay. Ich geb dir eben Geld. Könntest du mir den rausholen? Ich hol den hier, dann kannst du mir den. Oh, geil. Wie heißt der? Kings Whisky. Danke, Brudi, danke. Oh, geil, was ein Glück. Bester Mann aus Buxtehude, den Supermarkt hat er, den türkischen Supermarkt. Kussi. Was ein Zeichen des Himmels. Wir wollen nur gucken einmal. Als Kind sehr geliebt, das Ding immer. Was heißt das auch bei McDonald's eher? Das kann ich mich nicht daran erinnern, aber in Buxtehude haben wir ja nur McDonald's und ich weiß noch wie damals. Da gab es ja noch nicht diese Neuzeit-Burger alle und ich habe so gehofft, dass es irgendwann Burger King McDonald's gibt oder es in McDonald's wahrscheinlich in Buxtehude gibt. Und es gab ihn nie. Ich war echt traurig. Ich habe es mir so gewünscht. Wenn man Kritik ausspricht, muss man auch Lob aussprechen können. Auch schon vor der Bewertung. Ich habe letztes Mal bin ich sehr die Produktentwickler wegen dem Gouda Cheese Lover angegangen. Und war ich nicht so begeistert von, habe ich gesagt, wie kann man das machen? Aber da haben sich die Produktentwickler was gedacht für einen Burger King Burger. Wirklich. Kann ich auch schon mal sagen, bei der Kings Whisky Soße, selbst wenn diese Barbecue Soße auf einem hochklassigen Burger in irgendeinem Burger Restaurant, muss natürlich matchen, aber könnte passen. Also ist schon ein bisschen was anderes. Ist nicht schlecht vom Geschmack. Gesamtbild, wie gesagt, kriegt ihr nachher die Bewertung. Aber da Props an die Produktentwickler, ist schon für Burger King ein bisschen was anderes. Hättest du nicht, hast du eilig wahrscheinlich, ne? Du hast nicht jetzt bestimmt. Hast du deinen Kassenbon? Oh, geil, die. Danke. Und hier 10er? Ja, das perfekt. Ist Euro. Nein, Brudi, auf gar keinen. Nein, ich schwöre nicht. Doch, Scheiße. Danke, die. Wir sehen uns. Ja. Service dann. Ciao, tschüssi. Ah, der Arme hat es eilig gehabt. Wir gucken nur Optik, beißen ein, zwei Mal rein, gucken, ob genauso schmeckt. And the day bleed and the night fall. Freue ich mich, sage ich euch ehrlich. Ich hasse es, wenn die sonst ohne Kamera nicht performen. Aber es sieht genauso aus. Geben sich Mühe da. Geben sich Mühe. Also wirklich, nicht mit gerechnet. Freue ich mich richtig, Mann. Brauche ich gar nicht weiter essen, Leute. Schmeckt genau gleich. Ein paar Bissen noch und dann geht's zur Bewertung. Erster Burger, ich hab's mir schon gedacht. Wirklich vernünftig, nicht falsch verstehen. Trockenheit und dieses, ich sag mal, unprofessionelle Feeling darf man nicht außer Acht lassen. Aber trotzdem stabil. 5,2 kann man da schon geben. 5,2 ist da drin. Zweiten Burger. 6 kann man geben. Bann echt trocken, aber Gesamtfeeling. Muss auch einfach gucken, ohne jetzt tausendmal nachzudenken. Wie hat er denn wirklich geschmeckt? Und da kannst du eine 6 geben. Und bei dem Barbecue kannst du auch trotzdem, ich bin am Hadern, Leute, aber eine 6,1, 6,2. Also bei dem Whisky, 6,1 kannst du da geben. Eine 6,1 kannst du da geben. Also für Burger King Verhältnisse war ich diesmal begeistert, muss ich sagen. Wieder ein Video. Haut's rein in die Kommentare, da könnt ihr gut mitreden. Viele, viele werden den kennen. Würde mich sehr eure Meinung interessieren, was ihr dazu sagt. Für den Preis allerdings muss man auch wieder sagen, das ist dann wieder die andere Geschichte. Wenn man jetzt Preis-Leistungs-Ding machen würde, dann holt euch unbedingt einen vernünftigen Burger. Ne? Aber ihr wisst, meine Bewertung immer rein Geschmack. Ja, danke fürs Zuschauen. Lasst mir gerne den Daumen oben scheppern, wenn euch das Video so Spaß gemacht hat wie mir. Und ja, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal.